Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literatur und Kultur. Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht. Von Sibylla Vritschitsch-Hausmann. Es. Alex hatte auf dem Weg nach Hause einen Regenbogen gesehen. Er sagte, jetzt weiß ich, es ist richtig, dass wir zusammen sind. Solange es auch schöne Momente zwischen uns gibt, so lange lohnt es sich, nass zu werden. Vielleicht hatte er recht, ich war mir nicht sicher. Ich hatte zuerst für ihn geschwärmt, war mit dem Fahrrad in sein Viertel gefahren und hatte heimlich nach ihm Ausschau gehalten. Einige Zeit später verabredete ich mich mit ihm zum Eisessen. Ich trug mein lila Niki-Oberteil. Nachdem wir zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, schickte ich ihn weg. Später sagte er, er habe einen schönen Morgenspaziergang gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, ob es sein erstes Mal gewesen war. Wahrscheinlich wusste ich das damals. Wir waren 21 und studierten in einer kleinen Stadt. Das heißt, wir hatten viel Freizeit, was nicht immer angenehm ist. Ich kann mich an einsame Stunden in meinem WG-Zimmer erinnern, daran, dass ich immer ein wenig angespannt war, dass ich darauf lauschte, wer in der Wohnung war und wer ging. Ich war unzufrieden mit meiner WG-Tauglichkeit. Meine Mitbewohner blieben mir fremd. Der Gedanke, in einem Blumentopf zu pinkeln, um auf dem Weg zum Klo niemandem begegnen zu müssen, nicht. Einmal spürte ich, wie Alex Samen aus mir herauslief, während ich vor einem Mitbewohner die Treppe zu unserer Wohnung hochging. Im Zimmer betrachtete ich lange den Fleck hinten auf meiner Hose. In Prüfungszeiten saß ich Abende am Schreibtisch und lernte. Nebenbei masturbierte ich. Die Lust kam von allein durchs lange Sitzen, den Wunsch meines Körpers der Theorie zu entfliehen, das Vibrieren des Bodens, wenn draußen LKWs vorbeifuhren, den leichten Druck der mittigen Hosennaht. Ich spürte diese Naht wie eine mildtätige Hand, die geduldig darauf wartet, dass man ihr aufmacht und sie eintreten kann ins Hammam. Ich lehnte mich im Schreibtischstuhl zurück, schob die Hand in meinen Slip und überließ mich Fantasien, bis sich meine Körperhaare aufstellten, legten, wieder aufstellten und mich Wärme wegspülte. Dann lernte ich weiter. Um Mitternacht legte ich mich ins Bett und las Herr der Ringe. Tagsüber kiffte ich. H. Alex war sanft und angepasst. Ich kann mich an keine Gelegenheit erinnern, bei der er mir nicht entgegenkam. Er sah uns auf einer Ebene. Vielleicht sah er mich ein bisschen über sich. Es gab keine Machtspiele zwischen uns. Das habe ich davor und danach nicht erlebt, wusste es aber damals nicht zu schätzen, bemerkte es gar nicht. Wir mochten dieselbe Musik. In seinem Herkunftsort war Alex für seinen Musikgeschmack gemobbt worden. Schon allein, weil er Sängerinnen mochte. Er kannte sich mit Filmen aus. Er wohnte in der Nähe eines kleinen Programmkinos, in dem er jobbte. Wir lernten ein neues Wort und besuchten die queere Filmwoche. Wenn das Licht wieder anging, sahen wir uns nicht in die Augen. Ich glaubte nicht daran, mich verlieben zu können. Ich rechnete nicht damit. An meinem Geburtstag schneite es zum ersten Mal. Ich lud ein paar Leute in die WG-Küche ein, darunter auch Alex. Wir langweilten uns. An einem anderen Tag traf ich Matten, der sich im vorletzten Frühjahr von mir getrennt hatte. Ich hatte ihn geliebt, den Sex mit ihm, war übertrieben anhänglich gewesen, schwierig gewesen.
Ich wusste, dass er mein Herz nicht unzerbrochen machen könnte. Ich wusste nicht, warum es überhaupt so kaputt war. Ich wollte Trost, Zeit mit ihm, wie mit einem Vertrauten aus der Kindheit verbringen. Die Gelegenheit, mit ihm ins Bett zu gehen, konnte ich nicht verstreichen lassen. Als ich ihn auszog, merkte ich, dass mir sein Körper fremd geworden war. Beim Vögeln spürte ich nichts. Weh. Silvester feierte ich mit meiner Schreibgruppe. Sich kollektiv zu nennen, war damals noch nicht Mode. Es wurde viel geböllert und wir hatten Spaß. In der ersten Januarwoche erfuhr ich, dass Maxi, die, wie ich Gedichte schrieb, auf dem Heimweg verfolgt worden war. Sie beschleunigte ihre Schritte, doch als sie endlich ankam und die Tür aufschloss, drängte sich ein Typ mit in den Hausflur. Dort quetschte er sie an die Wand und rieb sich an ihr. Vor Angst gelähmt ließ sie das geschehen, ohne zu schreien. Erst ein zufälliges Geräusch im Treppenhaus schlug den Mann in die Flucht. Seitdem ging sie nicht mehr allein auf die Straße. Meine Haut war schlecht in diesem Winter. Ich hatte Neurodermitis, auch im Gesicht, rote, brennende Flecken. Das Zischeln der Schlange hatte meine Kindheit begleitet, das Gebot des Nichtkratzens, das zu Ehren mein Vater mit einem langgezogenen Sst einforderte. Meine Haut brannte devilisch, wenn er mich eincremte oder mir zu feste Zöpfe flocht. Manchmal kitzelte er mich, bis ich keine Luft mehr bekam. Keine Luft zu sagen, dass mein Lachen keine Zustimmung war. Einmal überredete mich Alex, trotz der Neurodermitis, zur Schreibgruppe zu gehen. Ich holte Maxi ab. Das Schlimmste sei diese Stimme in ihrem Kopf, sagte sie. Was läufst du auch nachts im Rock herum? Sie erzählte mir von der Trennung eines befreundeten Pärchens, die linke Szene der Stadt spaltete. Die Frau warf ihrem Ex Vergewaltigung vor. Manche glaubten ihr nicht oder dachten, dass der Vorfall ihre Freundschaft zu dem Mann nicht betraf. So sah es auch Maxis Freund, der sich dadurch bei denen unbeliebt machte, die den Typen für immer aus der Stadt verbannt sehen wollten. Die einen diskutierten, bis alles gesagt schien. Die anderen hatten Angst vor einer Zufallsbegegnung mit dem Täter. Nach dem Schreibtreffen blieb die Gruppe auf ein Bier beisammen. Einer von uns war schon älter und Arzt. Er riet mir wegen meiner Haut zur Psychotherapie. F. Ich machte nicht sehr häufig Schwangerschaftstests. Mein Zyklus war unregelmäßig. Wie meine schwankenden Stimmungen trat mein Blut in keinem für mich nachvollziehbaren Rhythmus auf. Deshalb war es ein seltsamer Zufall, dass ich einen Test machte, einige Wochen nach einem schlecht verhüteten Mal mit Alex. Der zweite blaue Streifen war so blass, dass ich ihn kaum erkennen konnte. Aber er war nicht da. Also fuhr ich zu einer Frauenärztin, die ich nicht kannte, um meinen Verdacht zu zerstreuen. Sie machte einen Labortest. Er war positiv. Sie teilte mir das mit, während ich vor ihrem Schreibtisch stand. Ich weiß das, also dass ich stand, weil ich in dem Moment, in dem ich mich hinsetzte, dachte, das ist jetzt bühnenreif. Das ist, wie sich SchauspielerInnen mit großer Geste hinsetzen, wenn sie eine schlimme Nachricht erfahren. Diese Ärztin war relativ nett. Ich kann sie grob erinnern als mittelgroß, attraktiv, um die 50, mit rötlichem Pagenschnitt. Wahrscheinlich war sie jünger. Ich sagte ihr, dass ein Kind für mich nicht in Frage käme, nicht jetzt. Und ich dachte auch, nicht mit Alex. Später war ich bei ihm. Ich lag auf dem Bett und er saß direkt daneben auf seinem Schreibtischstuhl. Es war ein schmales Zimmer. Ich fragte ihn, ob er das Kind haben wollen würde. Er sagte, es wäre ihm lieber, ich bekäme es nicht, wenn das okay für mich wäre. Kurz darauf fuhr er übers Wochenende nach Hause und erzählte seinen Eltern von meiner Schwangerschaft.
Dass sie anboten, uns mit dem Kind zu unterstützen, obwohl sie mich nicht kannten, erstaunte mich. Ihr Denken war mir fremd. Was es auch gab, eine winzige, uneingestandene Freude darüber, dass mir so etwas passiert war, dass ich das konnte, schwanger sein. Die Beraterin von Pro Familia bemerkte sie sicher nicht. Der Arzt, an den ich verwiesen wurde, weil er Schwangerschaftsabbrüche durchführte, schon. Er war groß und breit, ein wahrer Ochsenfrosch. Seine Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, dass die Kindkeimzellen ihr Wachstum von allein eingestellt hatten. Ich blickte auf den kleinen, aber sichtlich gewachsenen Punkt im Ultraschallbild und konnte es nicht glauben. »Was ist Ihr Problem?« fragte der Arzt. »Was ist Ihr Problem?« »Ihre Entscheidung ist damit bestätigt.« Ich hatte keine Worte dafür. »Und Alex, falls er durch diese Diagnose einen ähnlichen Verlust verspürt hat, ebenfalls nicht.« Warum die Ausschabung trotzdem unbedingt notwendig war, konnte mir der Arzt nicht erklären. Ich hatte keinerlei Vertrauen zu diesem Mann, gerufen, in meinem Körper herumzufuhrwerken. Trotzdem war ich mir sicher, dass er recht hatte, dass er mir einen Gefallen tun wollte, indem er den Abbruch in eine Fehlgeburt umdeutete, ist unmöglich. Dass dies irgendwelche Vorteile für sein Gewissen oder seine Abrechnung hatte, unwahrscheinlich. Am Tag des Eingriffs legte ich meinen vorzeigbarsten Schlüpfer wie verlangt unter mein Kopfkissen. Er war grau mit hohen Beinausschnitten. Jemand zog ihn mir an, als ich bewusstlos war, mit einer dicken Windel drin. Die Professorin, bei der ich studentische Hilfskraft war, lag zu der Zeit im Krankenhaus. An dem Tag, an dem sie eingewiesen wurde, hatte ich sie noch im Büro getroffen. Sie setzte sich kurz auf meinen Schreibtisch, um etwas zu besprechen. Sie trug ein lachsfarbenes Kleid und sah sehr gesund und lebhaft aus, weil niemand mir sagen wollte, was sie genau hatte, nur, dass sie viel Blut verloren hatte, nahm ich an, auch bei ihr handelte es sich um eine Fehlgeburt oder etwas, was ihren Uterus betraf. Wie allen meinen ArbeitgeberInnen vor und nach ihr, taugte ich ihr nicht viel. Aber ich bewunderte sie und verglich sie mit meiner Mutter. Einmal rief sie uns in ihr Büro und fragte uns nach unseren Zukunftsplänen. Die andere Hilfskraft erzählte, dass sie Studienrätin werden und mit ihrem Freund eine Familie gründen wollte. Ich druckste herum. Ich wusste, dass meine Professorin einen Sohn im Grundschulalter hatte. Elias. Ja, sagte sie, wir sollten uns nicht entgehen lassen, Kinder zu kriegen. Es sei eine ungemein schöne Erfahrung, die vieles verändere. Von ihrem Unfall erholte sie sich nur sehr langsam. Nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, tauchte sie seltener als früher im Büro auf und ließ sich in ihren Seminaren vertreten. Bei mir hingegen hatte es sich um einen Routineeingriff gehandelt. Blutungen und Schmerzen hielten nur wenige Tage an. Es war Frühling und Alex holte mich aus der WG ab. Wir saßen auf einer Parkbank in der Sonne. Irgendwo im Nirgendwo gab es ein nun unsichtbares Kind, das kurz in unseren Augenwinkeln aufgetaucht und vorbeigeweht war, wie ein kleiner blauer Falter. Es fragte sich, was das wohl für Eltern waren, was das für ein Leben war, das wir ihm nicht anbieten wollten, was das für ein Käse war. Dann war es vergangen. Ob es Alex glich? Ob ich es kaputt gemacht hatte? Alex wusste auch nicht, was er aus seinem Leben machen wollte. Aber er wollte es nicht in Angst und Überdruss leben, wie sein Vater, dessen Laune sich verfinsterte, wenn sich Sonntage dem Ende zuneigten. Es. Einige Zeit später zog ich weg. Alex und ich führten lange Telefonate. Wir wollten befreundet bleiben.
Im Sommer trafen wir uns auf dem Konzert einer Sängerin, die wir beide sehr mochten. Sie kam mit einer Schnapsflasche auf die Bühne, schimpfte 2-3 Stunden über die Liebe und den Zoll und spielte zum Schluss ein paar Lieder, als die meisten schon weg waren. Diese Performance verstärkte meine Bewunderung für sie noch. Nach dem Konzert mussten wir die Zeit bis zu den frühesten Zügen überbrücken. Wir waren erschöpft. Alex legte sich irgendwo auf einer öffentlichen Grünfläche unter mich. Er wollte es mir so bequem wie möglich machen. Der Rasen war vermüllt, ein wenig abschüssig, flankiert von einem Strauch, einem größeren Stein, einer Betontreppe. Sie hörten Literatur und Kritik. Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen heut Nacht. Von Sibylla Vritschitsch-Hausmann. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.